Heute geht es um einen Berg, der sich nicht durch seine Höhe auszeichnet, aber dafür umso mehr durch einen Sonderstatus. Eine Geschichte, die weltweit außerordentlich besonders ist. Tauchen wir deshalb heute ein in die faszinierende Welt des Ulurus. Der Uluru, mit fast schon niedlichen 863 Metern, liegt er im Northern Territory, fast exakt im Zentrum des Kontinents Australien. In Australien ist er damit alles andere als ein hoher Berg. Der Mount Kosciuszko ist mit 2228 Metern beispielsweise deutlich höher. Doch der Uluru hat eine andere Eigenschaft, die ihn zu etwas Besonderem macht. Der Uluru ist nämlich komplett freistehend. Und das ist eigentlich erstaunlich, wenn man weiß, dass das mehr oder weniger Zufall war. Denn im Gegensatz zu vielen anderen freistehenden Bergen ist der Uluru kein Vulkan. Die Bildung der Gebirgsketten in Australien, insbesondere der Region um den Uluru, ist relativ vielschichtig gewesen und hat eine extrem lange Vergangenheit. Bereits vor 1 Milliarde Jahren hat sich der australische Kontinent ausgeprägt, wobei Teile davon immer wieder auch unter den Meeresspiegel absanken. Die Entstehung des Ulurus ist wahnsinnig komplex, weshalb ich das hier ganz vereinfacht nur darstellen will. Der Uluru war grundsätzlich eine Konsequenz ständiger Schwemmfächer, die durch das immer wiederholende Absenken und Aufsteigen des Kontinents sich übereinander ablagerten. Der Uluru war nie bedeckt von Pflanzen, aber ein kleiner Funfact: vor 100 Millionen Jahren war er, obwohl so niedrig, tatsächlich vergletschert. Durch die Erosion über viele Jahrmillionen bildeten sich viele spannende Formen und Gesteinsentwicklungen. Hier sieht man beispielsweise einen riesigen Spalt, der sich dadurch aufgetan hat. Womit wir eigentlich gleich ganz im Detail eine spannende Sache sehen. Der Uluru besteht aus Arkose, einer Gesteinsklasse, die zum Teil aus Sandstein und zum anderen Teil aus Felsspat besteht. Diese Mischung findet man auf der ganzen Welt eher selten und sorgt deshalb für ein besonders einmaliges Aussehen. Gleichzeitig sieht man auch viele Spuren der Entstehung des Ulurus. Für die Menschen in Australien ist der Uluru durch seine Entstehung und seine Form zu einem wichtigen Zeichen geworden. Und das schon seit 10.000 Jahren. So wichtig, dass er heute Uluru heißt. Denn der Uluru, den kennt man auch noch unter einem ganz anderen Namen, nämlich Ayers Rock. Ayers Rock hieß der Berg nämlich über 100 Jahre vor allem für die Einwanderer aus England. Darunter 1873 William Goss, der den Berg entdeckte und nach dem Premier Südaustraliens Henry Ayers benannte. Doch schon lange zuvor wurde er durch die Ureinwohner Australiens, in diesem Fall ganz genau gesagt durch die Anangu, Uluru getauft. Dieses Wort hat für weiße Menschen keine bekannte und offizielle Bedeutung. Lange Zeit hat man dem Berg also zwei Namen gegeben. Doch zum heutigen Stand ist der Uluru, wenn Ayers Rock auch weiterhin der gängige Name ist, die offizielle Bedeutung. Lange Zeit hat man dem Berg also zwei Namen gegeben. Doch zum heutigen Stand ist der Uluru, wenn Ayers Rock auch weiterhin bekannt ist, der gängigere Name, da die Bedeutung des Berges für die Ureinwohner der Region geachtet und respektiert werden soll. Denn diese Bedeutung ist definitiv erwähnenswert. Die Anangu haben nie wirklich einheitlich kommuniziert, was dieser Berg für sie selber bedeutet und woher die starke Bindung zum Uluru letztlich wirklich kommt. Es gibt aber verschiedene Erklärungen und Versionen der Geschichte. Grundsätzlich entspringen sie allen Geschichten, die die Anangu selbst irgendwann als Erklärungsversuche für sich entdeckt haben. Dabei gibt es eine Geschichte, in der davon ausgegangen wird, dass zwei Jungen während des Entstehungsprozesses Australiens beim Spielen im Matsch den Uluru gebaut haben und ihn letztlich stehen ließen. Die Körper der Jungen wurden schließlich zusammen am Mount Connor zu Steinformationen und somit Teil desselbigen. Um ehrlich zu sein, das sind natürlich nur Geschichten und haben mit der tatsächlichen Entstehung des Ulurus vermutlich nichts zu tun. Doch vor allem in Australien ist man seit einigen Jahrzehnten, nachdem die Einwanderer zuvor kein besonders angenehmes Verhältnis mit den Ureinwohnern pflegten, sehr sensibel gegenüber deren Bedürfnissen geworden. Das zeigt sich unter anderem in den massiven Veränderungen, die es über die Jahrzehnte vor allem für die Einwanderer und Touristen am Fuße des Ayers Rocks oder auch Ulurus zu spüren gibt. Denn der Uluru war für Australien lange Zeit auch einer von vielen Wirtschaftsfaktoren. Die Tatsache, dass der so berühmt leuchtende Berg gerne von zahlungskräftigen Touristen besucht wurde, war für die karge und trostlose Region drumherum ein echter Segen. Wege, Straßen und weitere Infrastruktur wie Hotels, Campingplätze und Co. wurden immer mehr und mehr.
Vor allem aber wurden sie auch immer näher direkt an den Berg gebaut. Sogar eine eigene Start- und Landebahn für Flugzeuge wurde nahe des Ulurus angelegt. Das alles fand bereits in den 1930er Jahren statt. Doch lange hielt man es mit dem Tourismus dort nicht aus. Vor allem fanden daran keinen Gefallen die Aborigines selbst. Denn die haben sich 1920 eigentlich über die Anerkennung als Reservat für Aborigines gefreut und sich Ruhe erhofft. 1976 kam es dann letztlich zum Aborigines Land Right Act. Dieser beinhaltete, dass die Anangu Landrechte im Gebiet des Ayers Rocks erhalten werden. Gleichzeitig aber wurde im selben Atemzug ein Vertrag unterzeichnet, der das Land gegenüber Australien für 99 Jahre verpachtete. Eigentum ja, aber trotzdem blieben die weißen Einwanderer zu 50% Teil des Verwaltungsrates im Nationalpark. Doch tatsächlich gab es letztlich durch den Druck der Aborigines auch viele Änderungen im Nationalpark. Die berühmteste Änderung: seit den 70er Jahren wurden Schritt für Schritt sämtliche Tourismusanlagen und sämtliche dazugehörige Infrastruktur wieder abgebaut und entfernt. Man hat das Land also von den Touristen und Einwanderern mehr oder weniger wieder befreit. Der Tourismus musste sich nun mit den Randbereichen des 104 Quadratkilometer großen Nationalparks begnügen, wobei das Betreten und Befahren des Nationalparks selbst bis heute immer noch gestattet ist. Doch am Uluru selbst hat sich auch einiges geändert. Bis vor kurzem noch hat man nämlich auf die Befindlichkeiten der Eingeborenen, was den Uluru selbst betrifft, kaum Rücksicht genommen. Die Besteigung des Ulurus war erlaubt und das, obwohl die Anangu selbst das nie akzeptiert haben oder gut fanden. Die Anangu betrachten zum einen den Berg als heilig, zum anderen aber fallen die Anangu selbst in tiefe Trauer, wenn jemand am Berg umkommt, was bis heute 37 Mal vorgekommen ist. Dieses Leid wollte man den Anangus später dann ersparen und führte diverse Regeln ein. So durfte in den Nullerjahren der Uluru nur tagsüber bestiegen werden. Außerdem konnte er bei Regenwahrscheinlichkeit, zu starker Hitze oder besonderen Zeremonien der Eingeborenen bedingungslos gesperrt werden. Diese Regelungen und eine starke Kommunikation führten zum Einbruch der Besucherzahlen, zumindest jenen am Gipfel. Am 1. November 2017 stand letztlich fest: am 26. Oktober 2019, dem Jahrestag der Eigentumsübergabe an die Anangu, wird der Uluru für immer ausnahmslos gesperrt. Und tatsächlich trat diese Bekanntgabe dann schon einen Tag zuvor, am 25. Oktober 2019, in Kraft. Der Uluru, früher auch bekannt als Ayers Rock, ist seither offiziell nie mehr von einem Touristen bestiegen worden. Der Uluru selbst kann heute aber immer noch umwandert werden, wobei gleichzeitig viel über die Menschen, die ihn schon so viel länger kennen als die Weißen, gelernt werden kann. Von Gravuren im Berg bis hin zu heiligen Stätten gibt es viel zu sehen, womit wir westlichen Menschen normalerweise kaum Berührung haben. Der Uluru wurde dadurch zu einem spannenden Spagat zwischen dem Erhalt einer 10.000 Jahre alten Kultur und den Interessen anderer Menschen, die diese Kultur sehen und bestaunen möchten. Dieser Spagat fiel in der Vergangenheit sichtlich nicht leicht, ist aber umso wertvoller. Die Anangu haben genauso ein Recht darauf, in Ruhe ihr Leben und ihre Kultur ausleben zu können, wie andere Völker ein Recht haben, spannende Berge wie den Uluru zu sehen. Der Mittelweg, diesen Berg zu sehen, aber nicht besteigen zu können, ist daher eigentlich nur fair. Damit ist der Uluru aber einer von wenigen Bergen auf der Welt, die früher einmal bestiegen werden konnten, aber seit nicht allzu langer Zeit zu einem Mysterium geworden sind. Denn im Jahr 2100 wird es vermutlich keinen einzigen weißen Menschen mehr geben, der weiß, wie es am Uluru aussieht. Und diese Vorstellung ist meiner Meinung nach schon etwas ganz Besonderes. Der Uluru, für manche Menschen ein Heiligtum, für manche Menschen eine geologische Faszination und für manche Menschen schlichtweg eine schöne Kulisse. Was ist der Uluru für euch? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Mich würde auch interessieren, ob ihr ihn überhaupt vor diesem Video kanntet. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Berg heil!